Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, das ist so eine Art halbe Sondersendung. Ich habe mich doch dazu entschlossen, sozusagen zu dem Attentat heute in Mannheim, welches um ca. 11.35 Uhr, ein paar Minuten auf oder ab, sind jetzt nicht so der große Unterschied, stattgefunden hat. Und ich habe mir natürlich das Horoskop näher angesehen und gebe gleich von Anfang an offen zu, nein, ich habe hier jetzt nichts herausgefunden und das verstört mich selber ganz massiv. Es ärgert mich auch, ja, weil das sehr, sehr merkwürdig ist. Und ich habe mir trotzdem gedacht, dass ich dir diese Informationssplitter, die ich hier jetzt zusammengetragen habe, dass ich dir die einfach einmal übermittle. Zunächst einmal haben wir einen Aszendenten Löwe auf Wassermanngraden. Das heißt, es ist Löwe ist etwas, was zur Schau gestellt wird. Oder beginnen wir, ja, und Wassermanngrade steht natürlich für ein ungewöhnliches, rasantes Ereignis. Ich möchte auch am Anfang gleich eines betonen, würde mir jemand dieses Horoskop vorlegen, dann könnte ich aus diesem Horoskop nicht herauslesen, was ist da geschenkt, war das ein Kindergeburtstag oder ist da jemand, hat sich da jemand was gekauft oder ich kann es wirklich nicht sagen. Ja? Das Einzige, was eben auffällig ist, dass man eben nichts in dem Sinne findet, was auf einen dermaßen gravierenden Anschlag hinweisen kann. Eines, du weißt, das habe ich vor zwei Tagen ausgearbeitet, dieses Horoskop eben Mond in den Fischen, der Übergang, wo ich gesagt habe, eigentlich ein bedeutungsloses kleines Horoskop. Ich habe es aber deswegen gemacht, weil ich betont habe, Mond in den Fischen, gleichzeitig bei Mars, da war er noch auf Schützegraden, späten Schützegraden, ich glaube 22-52, bei dem Horoskop ist er auf 23-25 bereits auf Steinbockgraden, allerdings zwar nicht auf Schützegraden, aber im 9. Haus sehr, sehr heiß, sehr aggressiv gestellt und natürlich auch religiös motiviert. 9. Haus steht für mich natürlich auch für Religion. Und natürlich, das 9. Haus steht auch für das ferne Ausland. Weiters haben wir hier Spitze 9. Haus, nicht nur in Konjunktion mit dem schicksalsträchtigen nördlichen Mondknoten, sondern auch auf Löwegraden. Das heißt, es geht hier auch um eine Art verletzten Stolz. Und wir haben Mars gleichzeitig auch als Herrscher des 4. Hauses. Das heißt, es kann sich um jemanden gehandelt haben, der hier im Lande in Deutschland wohnt, aber 9. Haus aus dem fernen Ausland kommt. Das ist jetzt nur mal über den Mars ein bisschen ausgesagt, weil der Mars hat für mich bei einem Attentat immer eine herausragende Bedeutung, insbesondere weil es sich als Tatwaffe auch um ein Messer gehandelt hat und Mars steht für Stahl, der steht für Waffen und in dem Fall auch für das Messer. Nur mal als Information am Rande. Was wir aber hier in erster Linie sehen, ist ein unglaublich stark besetztes Haus. 8. Haus, 10. Haus ist mit 5 Planeten noch stärker besetzt, kommen wir gleich dazu. Aber das 8. Haus ist an sich das Haus des Anschlages, ja? Das Haus sozusagen des Terrorismus, dort, wo etwas geschieht, wo etwas Dunkles geschieht. Und wir haben auch tatsächlich eine Konjunktion von Mond und Saturn, allerdings eine separative Konjunktion. Das heißt, die ist schon vorbei. Die ist 42 Minuten über dem exakten Aspekt. Also das heißt, hat an sich mit dem Anschlag meines Erachtens oder Stunden astrologisch betrachtet nichts mehr zu tun. Das ist vorbei. Das war schon. Ja? Also das ist bemerkenswert. Mond 19 Grad 25, allerdings auf Skorpiongraden. Saturn 18,43, auch auf Skorpiongraden. Das Einzige, was man vielleicht betonen kann, applikativ betrachtet, wäre, dass der Mond sozusagen eine applikative Konjunktion zu Nessus bildet. Nessus, haben wir den hier, ich hoffe, wir haben den richtigen Tag drinnen. Ja, der 31.05., das passt. Und wenn wir schauen, Nessus müsste 1951 haben. Okay, 1952, gut, das ist gerade noch verschmerzbar. Also das heißt, wir haben einen applikativen Aspekt von Mond auf Nessus und Nessus steht für Mord und
Tod, für Heimtücke, für Rache, aber auch für einen Übergang sozusagen in eine neue Phase, eine Neugeburt. Und wie ich das auch bei dem Mond im Fische-Horoskop gesagt habe, wir haben es hier jetzt wahrscheinlich über das Wochenende, da habe ich fast schon meine 0% Trefferquote überschritten, das heißt, ich habe mich da selbst übertroffen, wir liegen bereits im Bereich von 0,1% Trefferquote, wo ich gesagt habe, es könnte sein, dass wir über dieses Wochenende einen großen Paradigmenwechsel sehen werden. Warum? Weil wir eben den hochsensiblen, den hochempfindlichen Mond in den Fischen haben und gleichzeitig den super heißen, super aggressiven Mars im Widder. Diese Kombination hat natürlich einen, meines Erachtens, stark auslösenden Faktor. Aber wo ist der Anschlag? Wo ist der? Naja, Spitze 8 des Haus haben wir in den Fischen auf 15 Grad und 2 Minuten. Jetzt kannst du sagen, in exakter Kulmination. Gut, das würde passen. Aber waagerade? Wie passt denn das zusammen? Hier haben wir den Neptun auf 29 Grad 39. Tief im Vakuum. Große, mysteriöse Energie. Scheinbar aus dem Nichts. Ja? Also, Herrscher von 8 in 8 ist üblicherweise der Siechtod, also sozusagen dieses schwer greifbare, dieses schwammige. Ja? Und wir haben hier eine sehr schwer greifbare Energie. Und der einzige applikative Aspekt, den ich gefunden habe, und der ist in der offiziellen, in der klassischen Astrologie, ist ja gar keiner, ist sozusagen ein tatsächlich also neben der applikativen Konjunktion von Mond auf Nessus, haben wir hier einen applikativen Spiegelpunkt. Sonne auf 9 Grad 25, Mond auf 10 Grad 25, Mond auf 19 Grad 25 zusammen, 29 Grad mit dem zusammengerechnet, den Sekunden, sagen wir 51. Also das heißt, da fehlen nur noch 9 Minuten. Also das ist etwas, wo man sagt, gut, da ist unmittelbar etwas geschehen. Aber die beiden hängen ja in dem Sinne jetzt meines Erachtens, naja, hängen sie zusammen? Vielleicht, schauen wir mal. Sonne, Herrscher von 1. Das würde zum Beispiel mit großer Wahrscheinlichkeit für diesen Michael Stürzenberger, Attentatopfer, stehen. Ja? Und Mond, Herrscherin des 12. Hauses. Das ist bemerkenswert. Haben wir es auf Wassermanngraden oder schon auf Fischegraden? 27,05. Das heißt, wir haben es noch auf Wassermanngraden. Interessant. Weil wir haben auch einen Aszendenten auf Wassermanngraden. 25,10. Von 25 bis 27,30 haben wir Wassermanngrade. Also das heißt, wir haben hier überall diese Rasanz, das Unberechenbare drinnen. Gut, das haben wir in der alten Zahlenreihe 21, 35, 36 doppelt drinnen, die 38, die, naja, doppelte Explosionszahl. Also das heißt, hier kann schon mal auch etwas in den Zahlen herauszulesen sein. Aber trotzdem, mir fehlt das klassische stundenastrologische Bild, das Feldmann. Hier hätten wir zum Beispiel Opfer, Täter, die beiden Proponenten. Herrscher von 1, Herrscher von 7. Sonne und Uranus sind bestenfalls über einen schwer hartscherten, also einen sehr schwachen, hartschen heißt auf Deutsch, also auf Deutsch sage ich im Dialekt bei uns gehen, marschieren, ja, an hartscherten eine Halbsumme, ja, oder wenn man es noch anders ausdrücken will, eine verschlapfte Halbsumme, also das ist nichts, ja, das ist gar nichts. Das heißt, hier stehen Opfer und Attentäter meines Erachtens überhaupt nicht in Verbindung. Ja. Die sind schwer miteinander in Verbindung zu bringen. Was hätten wir denn sonst noch anzubieten? Naja, wir können zum Beispiel hier, wir haben hier ein Halbsextil zwischen Mars und Uranus. Ja? Mars 23,25, Uranus 24,08. Könnte interessant sein. Ja? Das heißt, wir sehen hier über ein Halbsextil. Halbsextil steht natürlich auch, ja, nicht nur für Fragen des Überlebens, sondern hängt auch mit Werkzeugen zusammen, offensichtlich. Also das könnte dann nicht nur das Werkzeug gewesen sein, der Mars, sondern wir haben möglicherweise jemanden, der
ferngesteuert wurde. Ich weiß, bösartige Verschwörungstheorie, aber an diesem Attentat hat mir einiges nicht gefallen. Ich habe mir das Video mehrmals angeschaut und den Geschossknall, ja, von 9mm Para, da hätte sozusagen die Kamera abgeriegelt, also quasi da wäre im Lautsprecher so eine Art Explosion zu hören gewesen, jetzt, dass ich es rausbringe. Aber was wir gehört haben, war eher, ja, das war ein Sektkorken, der geknallt hat. Das war kein Schuss von einer neuen Para. Das stimmt nicht, da hat was nicht gestimmt. Ja? Da hat was nicht gestimmt. Und der Attentäter ist dann am Boden liegen geblieben. Das ist etwas, was mich schwer verstört hat. Ja? Was mich sehr, sehr verstört hat. Ja? Also das heißt, hier sehen wir merkwürdige Szenen. Ja? Merkwürdige Szenen. Sozusagen hier angeblich wurde er niedergestreckt, angeblich. Und hier, ja, was findet hier statt? Was findet hier statt? Wer ist dieser Mann? Wer ist dieser Mann, der seine Hand sozusagen, ey Bruder, nicht schießen, nicht schießen, ja? So nach dem Motto, weil der hat sozusagen ja schon mit seiner Softgun abgedrückt. Ja? Was ist da gelaufen? Ich meine, versteht mich richtig. Ja, ich war Combat-Schütze. Ich war Combat-Schütze und ich weiß, wenn du mal nicht schnell genug deinen Gehörschutz aufgesetzt hast, wenn ein anderer den Parcours läuft, na, das merkst du die nächsten 2 Stunden, ja? Weil du dich mit Handzeichen dann besser und na, du hörst dieses ständige Zischen in den Ohren, ja? Also das heißt, wir haben keinen Geschossknall gehört. Komisch, gell? Merkwürdig. Also, da ist so ein bisschen Choreografie drinnen gewesen. Das hat mir nicht gefallen, ja? Und deswegen, wenn wir hier uns Mond Saturn anschauen, ja, im 8. Haus, im Bereich des Anschlages, dann erkennen wir hier Mond Herrscherin des 12. Hauses, Geheimdienst, aha. Saturn Herrscher des 6. Hauses, Behörden, aha. Polizisten, Polizeikräfte, 6. Haus, ja? Interessant, sehr spannend. Bemerkenswert, ja? Bemerkenswert. Und dann sehen wir hier, ja? Es ist, wie gesagt, für mich ist es ein Mysteriososkop, ein mysteriöses Horoskop. Wir sehen die Venus, ja. Die Venus herrscht von 10, ist eine öffentlich bekannte Persönlichkeit. Also das kann sein, dass sich hier sowohl Sonne als auch Venus auf diesen Michael Stürzenberger beziehen, eine in der Öffentlichkeit sehr bekannte Persönlichkeit. Und hier sehen wir auch 3. Haus, Straße, also das heißt, das war hier auf einem Marktplatz oder wo das gewesen ist, in Mannheim. Das heißt, wir sehen hier die Straße und wir haben hier Waagegrade und sozusagen Löwe, ja. Löwe gerade, ich habe in seinem Horoskop nachgeschaut, er hat, glaube ich, die Venus auf 21 Grad im Löwen und den Mars auf 7 Grad irgendwas im Löwen, also das heißt beide hier im 12. Haus und sein Saturn steht irgendwie auf 29 Grad 20, wenn ich mich richtig erinnere, im Wassermann. Ja, also das war nur mal ein kurzer Blick in ein, er selber hat die Sonne in der Waage und den Mond im Krebs. Also das heißt, wir sehen hier etwas, was mir nicht gefällt. Ja. Ich meine, Entschuldigung, ich müsste hier ein eindeutiges Bild sehen, aber ich sehe hier kein eindeutiges Bild. Und auf Englisch würde man sagen, it's fishy oder I smelled a rat. Ja? Irgendwie komisch, ja? Irgendwie da hat es was, da stimmt was nicht. Und was natürlich hier sehr stark aufgefallen ist, wir haben hier dieses Spiegelpunktverhältnis zwischen Sonne, Venus, die meines Erachtens beide natürlich auch für Stürzenberger stehen. Und hier haben wir dann Geheimdienst und Exekutive, ja, 8. Haus Anschlag. Das ist sehr merkwürdig. Wir sehen hier im 10. Haus, das 10. Haus steht in diesem Fall für öffentliche Plätze, für das öffentliche Leben generell. Und da haben wir 5 Faktoren drinnen. Jupiter ist auch ein interessanter Faktor, weil natürlich das 9. Haus mit hier, das ist der Attentäter, für mich ganz eindeutig. Ja. Attentäter hier wohnt hier, 8. Haus, also Herrscher von 4 in 9, aber auch in 6, ja, auch in 6, könnte natürlich 6. Haus in dem Fall mit Planung zusammenhängen. Und dann sehen wir halt hier Heimat und ferne Heimat, also das heißt, du weißt, was ich meine. Und hier haben wir natürlich Spitze 9. Haus auf Löwe gerade, ich glaube, das habe ich schon erwähnt, ich muss immer nachdenken, was habe ich gesagt und was habe ich noch nicht gesagt. Und was wir hier auch sehen, ist natürlich Spitze 5. Haus, haben wir im Trigon zum Mars, könnte das damit zusammenhängen. Jupiter, Herrscher von 5.
Jupiter steht auf Schütze, also Spitze fünftes Haus im Schützen auf Schütze gerade. Und das fünfte Haus hat natürlich auch immer mit Risiko zu tun, Glücksspiel oder was auch immer, aber das hat einen Anschlag, hat mit Glücksspiel nichts zu tun. Also das heißt, wir haben hier irgendeine entschlossene Energie und die steht auch im 10. Haus. Also es ist merkwürdig, wie viel sich hier im 10. Haus abspielt. Also das heißt, interessantes Horoskop. Interessantes Horoskop, nämlich deswegen besonders interessant Uranus. Ja? Uranus Attentäter. Offensichtlich gibt es hier jemanden Ferngesteuerten. Ich kann dieses Bild nur immer wiederholen. Ja? Wir haben zunächst hier jemanden, der hier ist, und dann im nächsten Bild ist er auf einmal hier und will den abhalten. Dieser Mann spielt hier meines Erachtens eine größere Rolle als der hier, der da sozusagen mit der Softgun, du weißt, was ich meine. Ja? Es ist merkwürdig, es ist sehr merkwürdig, sehr, sehr merkwürdig, sehr merkwürdig, sehr, sehr eigenartig. Ja? Und wir sehen natürlich, das dritte Haus steht auch für Videos, für Filmmaterial. Und Herrscher von 3 und 10 in 10 bedeutet natürlich, dass hier ein Video angefertigt wurde, welches große Wirkung hat und nachhaltigen Einfluss, das haben wir hier, auf Krebsgraden, auf die ganze Bevölkerung. Ja. Also das heißt, wir haben Venus auf Krebsgraden von 37 bis 10 Grad. Das heißt, dieses Video wird für mich der Game Changer sein, auch wenn dieses, ich sag's mal ganz offen, ja, ganz salopp, auch wenn dieses Attentat mit nur 7 Verletzten eigentlich ein alltägliches Attentat ist, an das wir uns eigentlich schon gewöhnt haben. Ja, also das ist ganz normal, dass man sagt, heute wurden nur 3 Leute abgestochen, was ist los? 3 Leute abgestochen, 20 Vergewaltigungen, das ist eigentlich business as usual, also das heißt nichts Besonderes, also bemerkenswert, aber dass dieses quasi Randattentat wegen der medialen Präsenz natürlich ein Gamechanger sein wird. Bitte schaut euch das an. 1, 2, 3, 4, 5 Planeten im 10. Haus. Das hat eine große Wirkung. Das hat eine gigantische Wirkung. Und natürlich Mond, Saturn im 8. Haus und Neptun. Das wird Folgen haben. Das hat Folgen. Ja? Das hat definitiv Folgen. Jetzt muss ich sogar bei Troinski nachschauen. Nein, ich habe es nicht vorbereitet, aber ich erinnere mich daran, dass er geschrieben hat von der reinen Kriegskonstellation und da hatten wir den Saturn meiner Erinnerung nach im 8. Haus. Ja, ja, da man erinnert sich schon. Gut, da ist es nicht. Wir werden es in den nächsten 2 Stunden finden. Ich hoffe, du bist zu lange da. Habe ich mich falsch erinnert. Da haben wir Sonne, Mars, Jupiter im 8. Haus. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der Saturn im 8. Haus auch eine gravierende Auswirkung hat. Ja, ich habe einen zweiten Versuch. Im zweiten Versuch, dann bleiben wir hier, was da steht. Sonne im 4. Feld ist es nicht. Ja. Steht die Sonne in 4 im Quadrat zu Saturn in 12. Sonne, Mars im 4 in 8. Gleichzeitig zum Krieg. Gut, also das ist es definitiv nicht. Habe ich mir was Falsches eingebildet, tut mir leid. Aber wie es auch immer ist, ja, wie es auch immer ist, es ist ein sehr eigenartiges Horoskop. Und was wir hier auf jeden Fall sehen, Uranus, der Attentäter, in Konjunktion mit Merkur, 11. Haus, das heißt, er hat im Rücken nicht nur eine Organisation, sondern es schaut für mich so aus, als wären von dieser Organisation Leute anwesend. Sehen wir, haben wir auf diesen Bildern gesehen, auf diesem merkwürdigen Bild. Ja? Also da ist noch jemand anwesend und dann haben wir Merkur auch noch als Herrscher des 2. Hauses in Konjunktion mit Uranus. Also das heißt, offensichtlich haben wir es hier mit einer Fremdfinanzierung zu tun und natürlich das Halbsextil zwischen Mars, Merkur, Mars, Uranus aus dem fernen Ausland ist für mich auch bemerkenswert. Dass wir hier ein Halbquadrat von Mars zu Venus haben, ist ein schwacher Trost, weil das Halbquadrat ist 45 Grad und 51 Minuten. Also das heißt, auch hier haben wir die Auslösung einen Tag zuvor gehabt, am 30. Ja, also gestern, das hilft uns auch nicht weiter. An sich könnte das ja auch ein Indiz sein. Also sehr, sehr merkwürdig, sehr, sehr mysteriös. Was wir aber hier eindeutig erkennen können, weil in der Stundenastrologie ist der Mond ein ganz besonders
wichtiger Faktor und man sagte, dass der Mond die Geschichte erzählt. Und hier sehen wir, dass der Mond, bevor er sich sozusagen dann aus dem Sternzeichen Fische verabschiedet, wird er noch 1, 2 Sextile bilden, ein Halbsextil und eine Konjunktion mit Neptun. Für mich ist entscheidend allerdings die Sextil-Aspektierung zum Merkur. Das heißt, wir haben hier Mond 1925, Merkur 1424. Merkur, da geht es immer um Kommunikation, um Informationen, um Mitteilung. Und wir haben hier zwischen Mond und Merkur 5 Grad. Das heißt, wahrscheinlich wird in 5 Tagen eine wichtige Information, bitte, jetzt müsste ich mal wieder rechnen, das heißt 5 Tage, Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch. Das heißt, nächste Woche Mittwoch sollte eine Information über diesen Anschlag herauskommen und beachten wir bitte Mond 19 Grad und den Anschlag 1939, so haben wir hier eine 10-Tages-Frist. Könnte sich bei mir mit der Anzahl der Finger durchaus auch ausgehen. Das heißt, 7 Tage führen uns zum nächsten Freitag. Das heißt, nächster Montag könnte, ja, ich sage könnte, warum könnte? Weil wir haben hier Fische-Energie, bitte immer bedenken. Das ist ein Mysterium. Und ob ein Mysterium in den Fischen aufgedeckt werden wird, das wage ich zu bezweifeln. Ich fürchte eher nicht. Ich verlasse mich da eher auf das Sextil zu Merkur im Stier. Stier bietet immer etwas Substanzielles. Also das heißt, bei Stier habe ich etwas Greifbares, bei Neptun im Vakuum, auf Vakuum-Halbgrad, da fürchte ich, wird nichts dabei herausschauen. Es tut mir wirklich leid, wenn ich hier nichts Konkreteres präsentieren kann. Und dieser Anschlag stellt für mich ein absolutes Mysterium dar, gebe ich ganz offen zu. Es ist sehr merkwürdig, dass wir hier Geheimdienst und Behörden vor Ort haben. Also das heißt hier, Entschuldigung, in Zusammenhang mit dem Anschlag. Und vor Ort haben wir eben 5 Faktoren, also das ist für mich bemerkenswert. Ich kann nicht sagen, wer was gemacht hat, das kann ich hier leider nicht herauslesen oder vielleicht zum Glück. Aber eines kann ich sicher sagen, dass das Video Drittes Haus, Venus, im Zusammenhang mit 10. Haus, im 10. Haus in den Zwillingen, auf Krebsgraden, einen massiven Einfluss haben wird und 5 Planeten im 10. Haus, das ist für mich ein Gamechanger. Also dieses Attentat wird gravierende Folgen haben und ich will jetzt nicht meinen Verdacht artikulieren, wer dahinter stehen könnte. Aber vordergründig sehen wir hier in Mars, ja, im 9. Haus, der aus Deutschland kommt, aber mit ausländischen Wurzeln, sehen wir hier meines Erachtens eindeutig einen mandschurischen Kandidaten. Ich sage es ganz offen, ja, sage ich ganz offen. Das heißt, vordergründig ist klar, wer es gewesen ist. Aber hintergründig haben wir hier jemanden anderen. In dem Sinne, vielleicht hast du irgendeinen Verdacht, irgendeinen Gedankengang zu dem Hergang oder zu irgendwelchen, bist an irgendwelche Informationen gekommen, würde mich wirklich freuen, wenn du das in einen Kommentar unten schreibst und ich werde die Kommentare mir durchlesen, aber zunächst einmal wünsche ich dir eine gute Nacht und danke fürs Zusehen, alles Liebe, dein Astrowolf, Ende.